Hallihallo, schön, dass ihr wieder auf meinem Kanal seid. Ich habe hier eine kleine neue Idee für euch. Vielleicht kennt ihr die auch schon. Das gehört in die Familie der Funfold-Karten. Die nennt sich jetzt Akkordeonkarte, weil die sich eben so aufklappt. Die Akkordeonkarte hier habe ich jetzt in Calypso gebastelt, zusammen mit diesem Monstera-Set. Kunstvolle Lagen heißt das, meine ich. Hier das Band ist ein Lodengrün und das Designerpapier habe ich davon genommen und auch hier dieses Pergamentpapier im Lagen für das Lagendesign. Und das ist jetzt eine Variante. Ich habe aber auch so ein bisschen rumgespielt und habe mir den Amazing Silhouettes mit dem Set, wo hier dieses Danke in zwei, also einmal dicker als sozusagen Hintergrund und dann nochmal in dünn aufeinander kleben könnt und vielleicht fällt euch auch schon was auf. Hier ist die Karte größer. Also hier kann man, ich habe zwei Varianten, einmal die schmalere Karte und einmal die breitere. Der Clou bei der schmalen Karte ist, das könnt ihr aus einem DIN A4 Bogen basteln und die große, da braucht es dann nochmal einen extra Bogen für, beziehungsweise nochmal ein extra Stück und das ist mit dem Tulpenpapier gewerkelt. Die ist noch nicht fertig ausdekoriert. Da wusste ich noch nicht so ganz. Ich habe schon im Kopf, wem ich die schenke und war mir noch nicht so sicher, wie ich es jetzt wirklich fertig mache. Und da seht ihr dieses tolle, diese Stanze, diese Bordürenstanze, die diese modernen Tulpen da abbildet. Oh, ich finde das total cool. Ja, also das sind so die drei Varianten, die ich schon gebastelt habe. Ich halte mich heute an dieses Layout mit der schmaleren Karte und die basteln wir heute gemeinsam. Und zwar, gerade mal gucken. Ich habe mir jetzt vorgenommen, ich möchte gerne das abstrakte Schönheitpapier benutzen. Und dafür brauche ich jetzt ein DIN A4 Bogen in Aventurin. Und wir schneiden uns erstmal einfach den Bogen zurecht, also DIN A4, ich habe ja schon mal angekündigt, nicht wegwerfen oder anders benutzen, erstmal auf 14 cm. Die schmale Seite oben anlegen, die hat normalerweise 21 und die schneiden wir uns jetzt auf 14 cm runter. Zurück bleibt dieser 7 cm Streifen. Aber auch in der Länge müssen wir was tun und zwar kommen 5 mm weg, damit es schön passend ist. Und zwar, das war im Prinzip jetzt erstmal das Schneiden. Wir können uns gerade noch den Kartenzuschnitt machen, weil jetzt haben wir hier den Streifen noch liegen. Dafür klappt ihr einmal den Arm aus. Und das sind ja schon 7 cm und die kürzen wir jetzt noch ein auf 17. Und damit die Falz in der Mitte ist, also das Stück bleibt wirklich übrig, damit das noch in der Mitte gefalzt werden kann, falzen wir das Ganze bei 8,5. Mit der Falzklinge einmal drüber. Ich gehe dann gern noch mal gerade überlegen. Ne, wir müssen noch was schneiden. Deswegen legen wir das jetzt noch mal hier hin. Und zwar das Designerpapier. Das Designerpapier, welches ich hier in diesen Streifen verwendet habe, sind dann 4 cm in der Breite und 13,5 in der Länge. Und dieses neue, das finde ich ja so cool. Da hatte ich mir jetzt überlegt, ich nehme hier das für innen rein. Also dann schneide ich mir das einfach einmal auf 13,5 cm. Dann habe ich hier unten das Stück schon mal separat. Das kann man bestimmt noch mal gut für einen Spruch nutzen. Vielleicht nutzen wir das auch gleich noch. Und dann sind es 2 mal 4 Streifen, die man schneidet. Man kann sich dann überlegen, ob man das entsprechend dem Muster, aber das ist ja hier ziemlich klar abgegrenzt, dann aufkleben will oder anders, das ist wurscht. Es kommt ja dann eh eine Lage dazwischen. Also das sind jetzt die zwei restlichen. Und hier bei dem machen wir das jetzt genauso. Hier unten ist eine Ecke ein bisschen eingeknickt. Da gucke ich dann immer vorher gern nochmal und schneide die dann zurecht. So, und dann 2 mal 4 cm in den. Ich schneide natürlich jetzt in einer ganz anderen Perspektive, damit ihr nicht ständig meinen Kopf im Bild habt. Deswegen da gucke ich, opa, ist nochmal verrutscht auf den letzten Millimeter. So. Wird dann eh mit ein bisschen Rand eingeklebt, von daher ist das jetzt, glaube ich, nicht so dramatisch. Und das hier, das Papier möchte ich gerne, das ist halt so goldfoliert, ne? Also dieses Papier abstrakte Schönheit.
Das kommt halt als besonderes Designerpapier daher, in einem anderen Maß. Also das Maß ist so fertig. Das sind 4x6 Inch, also knapp 10 irgendwas. Die habe ich gar nicht so auf dem Schirm gerade. Moment, wir können es ja messen. 4 Inch sind dann 10,2 Zentimeter auf diese 6 Inch 15,2. Und zwar schneiden wir uns hier runter die 8 Zentimeter. Um dann, und da muss man jetzt einfach nur so ein bisschen aufpassen, dann 2 mal 6,5 abschneiden zu können. Die 6,5, die kommen dann auf die Karte hinterher drauf, als Mattung. Aber auch nur 6,5. Ui, das war jetzt beinahe falsch hier. 6,5, also passt. Die kommen dann auf diese Karte als Mattung, wenn man das möchte. Man kann auch weiß nehmen und das bestempeln, je nachdem, ne? Und ihr habt dann immer so einen kleinen Rand übrig. So, das legen wir zur Seite. Dann, ha, jetzt hätte ich doch beinahe, haben wir ja ganz viele Schnipsel um uns rumliegen. So sieht das bei mir immer aus. Und zwar diesen langen Bogen, also die lange Seite mit 29,2 cm legen wir ein. Die Schneidklinge tun wir ganz weit weg, ne? Und wir falzen jetzt nur noch. Und immer in 4,5 cm Schritten. Also, es geht los bei 4,5 cm plus 4,5 sind 9 cm. Danach kommen 13,5. Und dann habt ihr immer den gleichen Abstand für euer Akkordeon. Und danach geht es noch einmal bei 18 cm hoch und runter. Und jetzt können wir das Schneid- und Falzbrett erstmal wegtun. Da haben wir soweit alles. Ach ja, das rutscht bei mir immer so lustig hin und her. So, das brauchen wir auf jeden Fall noch. Das ist die Karte hinterher. Das bleibt dann übrig. Da könntet ihr zum Beispiel dann was ausstanzen an Deko oder so oder einfach für was anderes nutzen. Und hier, das haben wir jetzt gefalzt. Und da gehen wir jetzt her, knicken das einmal nach außen, wieder nach innen und so weiter. Immer so abwechselnd im Zickzack, wie die, heißt das Hexentreppe, glaube ich. Und so, dass ihr dann ein W bekommt. Ja, und dann habt ihr das hier, diesen Mechanismus, der sich dann öffnet. Ich bin ja so jemand, man kann jetzt den dicken Daumen nehmen. Ich sage das immer, dicker Daumen, auch wenn der vielleicht nicht so dick ist. Ich gehe halt gern mit einem Falzbein nochmal drüber. Schön über die Kanten, auf beiden Seiten. So. Und dann auch gern nochmal im Geschlossenen. Ich habe jetzt auch Farbkarton genommen. Wenn ihr das Flüsterweiß nehmt, nehmt vielleicht, wenn das okay ist für euch, nehmt die dünnere Variante, nicht die dicke. Und ja, das ist schon unser Akkordeon. Das wird jetzt noch beschwert mit Designerpapier. Also wenn ihr den Eindruck habt, das springt mir noch zu sehr, könnt ihr das auch mal in die andere Richtung falzen, um es dann wieder richtig rumzumachen. Ich habe schon gemerkt, das hat auch echt was damit zu tun, was man für einen Karton hat. Also jetzt Aventurin ist auch eher eins der weicheren Varianten und ich finde, der legt sich so schon ganz gut. Und jetzt wird geklebt. Also der Mechanismus ist so dann schon fertig und bleibt noch mal ein bisschen besser liegen, dann wenn man auch das Designerpapier drauf macht. Das Designerpapier klebe ich jetzt diese Streifen einfach mit dem Tombow, mit dem Flüssigkleber. Den mag ich ja richtig, richtig gerne. Bin gerade am Überlegen, ob ich zu dem abstrakte Schönheit schon ein Video auf YouTube habe. Da könnt ihr gerne mal meinen Kanal durchstöbern zu den Videos, die ich schon hochgeladen habe. Ja, und das ist jetzt einfache Klebearbeit. Ich klebe es gerne, ich mixe das gerne. Man kann auch überlegen, ob man, oh, und ich klecke auch gerne, wie man sieht. Dann nehme ich nachher den Kleberradierer nochmal, bevor ich das zumache. Da habe ich irgendwie zu sehr am Rand geklebt. Man kann auch doppelseitiges Klebeband nehmen. Ich bin ja so jemand, der gerne hin und her schiebt. Sieht man, glaube ich, auch ganz gut. Und gerade wenn ich nicht so mein Vishing nicht so direkt über die Kamera halten möchte, dann ist es mir lieber, dass ich da nochmal schieben kann und das Doppelseitige, was man sonst so hat, das klebt dann halt auch ordentlich. Wenn es dann klebt, klebt es richtig.
Nehme ich übrigens auch gern für Verpackungen. Wurde auch noch nicht enttäuscht, dass da was aufspringt oder so. Das ist wirklich super. So. Das ist dann das. Jetzt machen wir einfach gleich weiter mit der. Also hier gehe ich jetzt einfach nochmal drüber. Ich bin heute so ein bisschen ungeschickt. Bei den jeweiligen Falz. So. Bevor wir das vergessen, hier gehe ich nochmal mit dem Kleberradierer drüber. Ja, Mann. Weil jetzt denke ich dran. So. Da habe ich ja irgendwie so ein bisschen gesäut, ne? So. Klappen wir wieder zu. So sieht die Karte jetzt aktuell in verschlossen aus. Und dann kommt die Minikarte. Und da haben wir jetzt einfach vorgegeben, das wird jetzt, ich hätte es in Längs eh schöner gefunden. Wird es in Längs aufgeklebt, diese goldenen Streifen. Das andere ist mir manchmal dann zu unruhig. Und nur ein bisschen dünnen Tombow auf die Außenränder aufgeben, auftragen. Weil das Designerpapier selbst, das braucht gar nicht so viel Kleber. Und ich finde es ärgerlich, wenn dann was durchschimmert. Das hatte ich hier und da schon mal bei so Designerpapier. Deswegen mache ich immer nur relativ dünn. Und dann nur außen auf die Ränder. Sonst würde man ja hergehen und nochmal hier so in der Mitte was auftragen. Das lassen wir mal ganz schnell hier. Ja, so. Das ist die Karte. Cool, ne? Geht ratzfatz. Hat halt mal was anderes. Und jetzt zeige ich noch, wie ich die Karte selbst dann zusammenklebe. Also diese Karte, die Minikarte, die wird hier aufgelegt und hier hinten dann nachher verklebt. Aber wir gucken erstmal, wie uns das hier vorne so gefällt. Ja, halbwegs mittig, ne? So. Und da jetzt bitte kein doppelseitiges Klebeband, weil da ist, glaube ich, dann der Frust hinterher zu groß. Und dann ungefähr auf das erste Viertel Kleber auftragen. Dann drückt man das Ganze zu und kann noch mal so ein bisschen rumpositionieren. Also ich möchte meine jetzt gerne mittig haben. Und ich will aber hier diesen einen goldenen Punkt, den will ich noch nicht aufgeben, den möchte ich gerne noch sehen können. Der zieht ja schnell an und wenn der angezogen ist, wie jetzt zum Beispiel, kann man schon hergehen, das Ganze drehen und klebt es genauso auf der anderen Seite fest. Das heißt, wir haben hier so auf das ungefähr das erste Viertel von die bis zur Falz, dann klappt man das einfach zu, lässt es anziehen. Tja, und fertig ist die Akkordeonkarte, ne? So, hier gehen wir noch mal über die Falz, hier gehen wir noch mal über den Kleber. Wenn ihr was hättet bestempeln wollen, ist das jetzt zu spät. Ne? Das hier in der Mitte noch bestempeln. Das kann man machen, wenn man das noch nicht eingeklebt hat. Geht es immer am besten. Und für innen rein kommt ein Einleger. Den habe ich mir hier schon zurechtgeschnitten. Der hat 13, jetzt muss ich mal gerade linsen, 13,5 cm mal 10,7. Habe ich jetzt wirklich 10,7 genommen oder habe ich 10,5 genommen? Ne, ich habe 10,5 genommen, um zu gucken, wie das aussieht. Weil 10,7 ist so ein blödes Maß. Dann machen wir auch gerade hier. Das kleben wir noch ein. Habe ich doch schon wieder irgendwie so ein bisschen schiefen Trall heute. Ja, das kann man auch noch gut bestempeln. Das könnt ihr aber auch noch bestempeln im Nachgang, wenn ihr den Eindruck habt. Also ich finde, das 10,5 ist sogar noch schöner als 10,7. Genau. Da nochmal was wegradieren. Irgendwas war da. Und fertig. So sieht jetzt die fertige Karte aus. Da ich jetzt eh schon mit dem Papier auch gebastelt habe zur abstrakten Schönheit, nehme ich jetzt auch die Stempelgrüße. Oh, das spiegelt sich fies. Da nehme ich den, das ist ein Grund zum Feiern. Und den habe ich mir schon, das sind die Stanzformen dazu. Ich halte die mal kurz. Die kommen erst
mal eher unschlicht daher. Es gibt aber so drei Stanzformen mit so einem Swirl. Der prägt sich mit. Also diese, diese und diese. Und den großen Kreis habe ich schon mal ausgestanzt. Und so sieht das Ganze aus. Ne? Und mal wieder scharf werden hier. Und da stempel ich jetzt auf. Ich habe hier irgendwo schon so ein Stück gehabt, da habe ich schon mal zwischendurch weiter gestempelt. Moment. So, welche Farbe nehmen wir denn? Ich glaube, das ist Kirschblüte. Und Kirschblüte möchte ich, wenn, dann gerne abgestempelt haben. Ich tue das mal weg, das spiegelt also ein bisschen. So. Also den Stempel hier nehmen wir, das ist ein Grund zum Feiern. Und den Stempel hier mit diesem Tupfen, die nehmen wir auch. Also es macht einfach einen flächigen Tupf, nichts mit Aquarelleffekt oder so. Ich tupfe in das so einmal ab. Mal gucken, wie es, ob es mir gefällt. Ansonsten müssen wir das nochmal machen. Na doch, sieht ganz gut aus. So. Schwupps. Es hat ein bisschen was anderes da in der Mitte. Das finde ich nicht so schön. Und dann, das ist ein Grund zum Feiern. Jetzt muss ich gerade mal, vielleicht mache ich das auch auf Schwarz mit, oder ein Gold, wäre auch schön. Oder einfach rein. Moment. Ja. Und wie durch Zauberei, ne, habe ich das jetzt schon mal eben fertig gemacht. Ich habe mich dann doch dazu entschlossen, dass ich das hier heiß präge. Mit Gold. Das gefiel mir am besten. Und den Aufkleber selbst, den habe ich jetzt bestempelt in Aventurin mit dem Hallo meine Liebe. Die Pünktchen sind Aquamarin und die Kirschblüte ist in der Mitte, dieser Tupfen. Jo. Und jetzt bringe ich das nur noch zusammen. Ich habe euch jetzt sozusagen nicht teilhaben lassen an dem Prozess, aber das hätte mir jetzt auch zu lange gedauert. Die muss ich gleich noch sauber machen. Jetzt brauchen wir von den Dimensionals. Ich nehme jetzt heute hier die kleinen. Da haben wir jetzt hier... ich nehme mal noch einen dritten. Ich weiß auch nicht, manchmal habe ich so... Muss alles irgendwie mal drei sein. Und dann klebe ich das unterhalb auf. Und dass es mir aber so ein bisschen über diesen runden Kreis geht. Das finde ich so am schönsten. So ein bisschen asymmetrisch. Wer es mag. Wer es überhaupt nicht mag. Habe ich denn irgendwas in Aventurin? Moment. Aventurin. Irgendwie was an... Ich dachte, ich habe so, da habe ich es. Ich habe noch so ein Band, Geschenkband in Aventurin. Das ist so gewebtes. Muss ich gerade mal ein Stückchen vielleicht noch abschneiden. Das könnten wir dann so hinten drauf machen oder so runterhängen lassen. Dann sieht das so ein bisschen aus wie so ein Wirbel. Wie so ein Wimpel. Heißt das Wimpel? Wisst ihr, was ich meine? Oh Mann, das passt ja überhaupt nicht. Also was ich jetzt wollte, ist, dass das schräg wird. Da das aber so ein Baumwollband ist, dann verzieht sich das so ein bisschen. So, und jetzt haben wir leider den Moment verpasst. Ich bin ja so ein Tackerfreund. Obwohl, hier, wenn ich sie enttackern würde. Machen wir es mal vorsichtig ab. Also die Dimensionals, die halten echt gut. Manchmal brauche ich die halt dann nochmal, dass ich die so vorsichtig abzupfe. Das heißt, ich, bevor man das festmacht, beim nächsten Mal einfach hier so festtackern, das Band. Und das wird ja dann hinterher durch diese Aufleger, wird das dann nachher kaschiert. Schwupps. Und hier hinten das stört mich ehrlich gesagt gar nicht. Da nehmen wir jetzt so einen Dimensional Rand. Den nehme ich ja auch ganz gerne. Dann kleben wir das noch drauf. Und dann ist die Akkordeonkarte auch schon fertig.
Ich hoffe, ihr habt viel Spaß dann beim Nachbasteln. Die Maße blende ich ein. Ich habe auch eine Anleitung geschrieben. Bin ich gerade am Überlegen. Oh, die gefällt mir richtig gut. Also ich habe schon eine andere Variante auch mit dem Set. Da fehlt nur noch der Einleger. Oh, Moment, jetzt gehen wir einmal hoch. Wieder raus. Das ist jetzt die Karte. Ja, das Gold, ne? Das. So, und hier könnte man jetzt auch noch was reintun, reinkleben. Und wenn ihr dann eine Nachricht reinschreibt, passt gerne auf, dass es hier nicht zu viel wird. Also, dass ihr nicht drüber rausragt, weil das sieht man. Aber, ja. Was noch fehlt, ist ein bisschen Bling Bling. Ich habe allerdings meine letzten goldenen für die Variante hier aufgebraucht. Das ist auch ein Grund zum Feiern sozusagen. Die Variante ein bisschen poppiger. Ich finde die, die ich jetzt mit euch gemacht habe, die ist ein bisschen weniger aufgeregt wegen des Papiers einfach. Und das ist auch schon, ja, dieses Hallo meine Liebe fehlt. Das habe ich hier halt einfach. Hier, das könnte man auch einem Mann schenken dann. Weil meine Liebe geht dann halt nicht mehr so gut. Ja, oder meine Liebe im Sinne von nicht nur liebe Frau, sondern meine Liebe, Liebe. Dann klingt das vielleicht auch wieder. Was machen wir denn? Ach, ich lasse sie mal weg, die Klebedingsies. Ja, und ich hoffe, es hat Spaß gemacht und viel Spaß beim Nachbasteln. Ciao!